Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Weitwinkelobjektive. Warum nutze ich gerne Weitwinkelobjektive? Worauf sollte man achten? Welche Probleme gibt es da? Alles dazu seht ihr gleich. Viel Spaß! Wie gesagt, heute geht es um das Thema Weitwinkelobjektive. Ich persönlich arbeite gerne mit solchen Objektiven. Gerade wenn ich in der Landschaftsfotografie unterwegs bin, dann ist das natürlich mein bevorzugtes Objektiv. Einfach, weil ich, ohne dass ich jetzt irgendwelche Bilder zusammensetzen muss, einen sehr, sehr großen Bildausschnitt fotografieren kann. Natürlich muss man da auf das eine oder andere achten. Ganz wichtig, ihr habt Verzerrungen im Bild. Die Verzerrung, wie stark die ist, hängt einfach davon ab, zunächst einmal, mit welcher Brennweite arbeitet ihr. Je kleiner die Brennweite ist, umso stärker ist die Verzerrung und auch, wie ihr eure Kamera ausrichtet. Das heißt also, je stärker ihr die Kamera ankippt, umso stärker wird dann die Verzerrung im Bild. Ich zeige euch das hier mal, ihr seht das hier im Video. Je mehr ich die Kamera ankippe, umso stärker kippen dann die Linien nach links oder rechts zur Seite. Wer jetzt also keine Bildnachbearbeitung macht und es nicht so mag, wenn ihr eine Verzerrung im Bild habt, dem kann ich einfach nur empfehlen, richtet die Kamera anders aus. Also ihr solltet so weit wie möglich die Kamera horizontal ausrichten. Wenn ihr eine Wasserwaage in der Kamera habt, nutzt die. Schaut einfach, dass eure Kamera schön gerade ausgerichtet ist. Und zusätzlich achtet einfach darauf, dass ihr zum Beispiel die Kamera höher positioniert. Je höher ihr die positioniert, umso besser könnt ihr dann natürlich euer Motiv fotografieren, ohne dass ihr diese Verzerrung ins Bild bekommt. Wenn ihr trotzdem die Verzerrung habt, schaut einfach, ob ihr vielleicht euch an eine andere Stelle positioniert, zum Beispiel, dass ihr weiter zurückgeht. Auch dann habt ihr die Möglichkeit, die Kamera nicht so stark anzukippen, um Aufnahmen zu machen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Bilder nachzubearbeiten, habt ihr natürlich zunächst einmal die Möglichkeit, eine Profilkorrektur vorzunehmen. Die könnt ihr hier einfach aktivieren, Häkchen setzen und schon seht ihr, werden so leichte Verkrümmungen im Bild weggenommen. Das reicht aber hier zum Beispiel bei dem Bild nicht aus. Zunächst einmal ist es ja auch schief und dann haben wir trotzdem noch Verzerrungen im Bild. Und die kann man natürlich relativ schnell dann beheben. Das Problem ist nur, wir drehen das Bild jetzt erstmal etwas, damit wir das einmal gerade ausrichten. Ihr seht aber, wenn ihr das Bild so bearbeitet, bekommen wir schon solche Ränder hier im Bild. Und das wird dann natürlich problematisch, wenn ihr links und rechts nicht genug Bild oder nicht genug Platz im Bild lasst. Auch wenn wir das Ganze dann so ausrichten, dass die Linien gerade sind. Ihr seht das, wenn ich das jetzt hier vertikal verschiebe, dann kann ich mich schön nach diesen Hilfslinien hier richten, die ich hier links und rechts habe und kann dann entsprechend das Bild gerade ausrichten. Und dann sieht mein Bild zwar so in Ordnung aus, aber das Problem ist dann einfach diese Ränder. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr mit einem Weitwinkel fotografiert, lasst links und rechts genug Platz, dass, wenn ihr das Bild beschneidet, dann trotzdem noch genug Platz ist, dass euer Bildausschnitt so ist, wie ihr das gerne haben wollt. Ansonsten kann es natürlich ganz schnell passieren, dass euer Bild entsprechend verkleinert wird und dann vielleicht hier oben zum Beispiel die Spitze nicht mehr drauf ist oder hier vielleicht auch an den Rändern irgendwas fehlt, weil ihr dann einfach den Bildausschnitt zu klein gewählt habt. Natürlich gibt es in Photoshop auch eine Möglichkeit, diese Ränder hier auszufüllen. Das funktioniert aber leider nicht bei allen Bildern. Deswegen ganz wichtig, geht auf Nummer sicher, wählt den Bildausschnitt groß genug und dann habt ihr auch nicht das Problem, dass am Ende vielleicht euer Bild nicht mehr die Aussage hat, die sie eigentlich haben sollte. Ein weiterer Vorteil, wenn ihr mit Weitwinkelobjektiven arbeitet, ist, ihr könnt mit längeren Verschlusszeiten arbeiten als zum Beispiel mit einem Teleobjektiv. Einfach durch diesen großen Bildausschnitt habt ihr nicht das Problem, dass man so schnell Verwacklungen im Bild sieht. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr mit Teleobjektiven arbeitet. Wenn ihr dann bloß einen kleinen Bildausschnitt habt, da wird jeder kleine Wackler ist sofort im Bild sichtbar. Das Bild sieht nicht mehr scharf aus. Deswegen Weitwinkelobjektive könnt ihr auch aus der Hand fotografieren und etwas längere Verschlusszeiten nutzen, ohne dass ihr verwackelte Bilder habt. Ich denke, ein großer Vorteil,
Wichtig ist nur, wenn ihr mit einem Weitwinkel arbeitet, dass ihr darauf achtet, wie ihr euren Bildausschnitt wählt. Gerade wenn ihr ein Weitwinkelobjektiv habt und einfach nur in eine Landschaft rein fotografiert, nichts im Vordergrund habt, sieht das Bild sehr schnell sehr langweilig aus. Heißt also, da ist ganz wichtig, wie ihr den Bildaufbau gestaltet. Heißt, ihr müsst also auch was im Vordergrund platzieren, was im Hintergrund, dass der Bild durch das Bild wandern kann und die Aufnahme auch entsprechend interessant aussieht. Ein letzter Vorteil eines Weitwinkelobjektives ist auch, dass ihr beim Fotografieren sehr dicht an euer Motiv herangehen könnt. Durch diesen großen Bildausschnitt müsst ihr nicht so wie beim Teleobjektiv unheimlich weit weggehen, damit ihr fotografieren könnt. Nein, ihr könnt sehr, sehr dicht rangehen. Habt damit den Vorteil, gerade wenn ihr zum Beispiel in der Landschaftsfotografie oder bei Sehenswürdigkeiten, wenn ihr Sehenswürdigkeiten fotografieren wollt, meistens sind ein Haufen Leute davor, die dann im Bild stören. Durch diesen Weitwinkel könnt ihr einfach viel weiter vorgehen, habt nicht mehr so viele Störelemente im Bild und könnt trotzdem schön fotografieren. Ihr seht, ein Weitwinkelobjektiv ist eine ganz tolle Sache zum Fotografieren. Man muss natürlich einfach schauen, inwieweit das Ganze immer sinnvoll ist. Aber wenn ihr die Punkte beachtet, die ich euch jetzt gerade erklärt habe, macht es unheimlich viel Spaß, mit einem Weitwinkelobjektiv zu fotografieren. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.